Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir werden heute zu dieser Meerhexe-Anime-Dunkelelfe gepaart mit Wassermonster. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ich krieg hiervon auf jeden Fall gerade so richtig Anime-böser Charakter-Vibes. Ich weiß auch nicht, woher es kommt. Eigentlich sollte ich mich fühlen wie eine dunkle, böse Zauberin unter dem Meer. Aber das tue ich gerade nicht. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Hier geht die Party zu Spooktober richtig ab. Wir werden zweimal die Woche in irgendein Wesen, was aus meiner Fantasie entsprungen ist. Wenn euch das interessiert, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Video. Let's go! Ich hatte vorher ein anderes Lippenprodukt drauf und die beiden mögen sich wohl nicht besonders. Deswegen löst sich das jetzt alles auf meinen Zähnen ab. Ich werde jetzt Seesterne aus Knete formen. Ich wölbe das Ganze auch so leicht. Wichtig ist jetzt nur, dass man das Ganze gut ineinander blendet. So, damit ich mir jetzt mein Leben ein bisschen einfacher machen kann, nehme ich mir jetzt Perlen in verschiedenen Größen und die werde ich in die Knete reinstecken, damit mein Seestern hinterher Textur bekommt. Das sieht jetzt alles komplett strange aus, weil es halt überhaupt nicht zusammenpasst. Aber hinterher mit dem Latex und so drüber, das wird schon alles. Dann kommen die nächsten Zutaten dazu. Einmal Acrylfarbe, ich habe jetzt hier welche in Lila. Und natürlich Latex. Und natürlich das Ganze vermengen. Ich nehme dafür diese Backtools mit so einer Silikonspitze. Da kann man das getrocknete Latex hinterher auch wieder von abziehen. Und alles, was jetzt über den Rand läuft, kann man nachher mit einer Schere einfach abschneiden. So, und jetzt muss man warten, bis die erste Schicht getrocknet ist. Und dann mache ich auf jeden Fall noch eine zweite drüber, vielleicht auch noch eine dritte. Wird das natürlich wieder abgepudert. Unten sind noch Stellen, die nicht trocken sind, wie man hier an meinem Finger unschwer erkennen kann. Da ich jetzt noch von meinem zweiten Stern Latex übrig habe und der hier ja quasi schon fertig ist, werde ich den jetzt mit Watte stopfen, das Ganze dann mit Latex versiegeln. Bevor ich hier dran weiterarbeite, muss ich das auch erstmal trocknen lassen. Also man wird hinterher noch einzelne Sachen abschneiden müssen. Und hier kann ich jetzt gerade nicht weitermachen und da auch nicht, weil das muss erstmal trocknen, ansonsten ziehe ich mir alles immer wieder raus. Jetzt werde ich das Ganze anmalen mit Cremefarbe. Ich gehe als allererstes mit Schwarz rein und werde die dunkelsten Stellen sozusagen machen. Und dann immer heller werden. Und ein paar Stellen werde ich mit Mica-Powder bestreichen. Werde ich jetzt auf jeden Fall noch Ohrringe bzw. Ohrringanhänger aus Harz machen. Ich werde das Harz auf die Glasplatte geben in Blau und Lila. Das kannst du dann trocknen lassen, abziehen und hoffen, dass es so klappt, wie ich mir das vorstelle. In der Zwischenzeit werde ich mir jetzt Fischohren aufmalen. Was ich jetzt noch für die Fischohren brauche, ist natürlich Draht. Der hier ist halt noch ein bisschen fester und stabiler. Ich glaube, deswegen werde ich den hier nehmen. Form des Ohrs nach. Und das Ganze braucht man natürlich zweimal. Der Vorteil an dickerem Draht ist nämlich, den kann man besser so auf die Platte drücken, dass er quasi mehr oder weniger eine ebene Fläche hat. Dünnerer Draht neigt dazu, dass er sich manchmal so nach oben curlt und in irgendeine andere Richtung dreht und keine Ahnung, dass man den nicht so gut flach auf die Fläche legen kann, die man bearbeiten möchte. Dann nehme ich jetzt das Bild von meinem Fischohr. Richte den Draht wieder so an, wie er sein sollte. Und dann hole ich jetzt meine Latexmilch und fülle das Ganze aus. Jetzt, wo das alles wieder gut getrocknet ist, natürlich wieder abpudern. Und dann kann man vorsichtig das Ganze lösen. Und dann werde ich das Ganze jetzt mit Cremefarben anmalen.
Und dann werde ich natürlich auch noch ein paar Highlights mit dem violetten Mica-Powder setzen. Dann werde ich mir jetzt noch eine Muschelkrone machen aus verschiedenen Muscheln, die ich mal gefunden habe. Und dafür nehme ich einfach einen Haarreif, eine Heißklebepistole und klebe einfach alles so fest, wie ich es für richtig bzw. schön erachte. Ich werde mir jetzt einen schwarzen Bodysuit mehr oder weniger machen. Es ist mehr nur so das Oberteil. Und das Ganze mache ich aus einer schwarzen Strumpfhose, die ich erstmal auf links drehen werde. Dann habe ich hier jetzt meine Stecknadeln und ich spreize die Finger so weit es geht auseinander und stecke das Ganze vorsichtig fest. Nur jetzt eine kleine Orientierung, man muss es nicht unbedingt machen, man kann auch sofort mit dem Nähen beginnen, wenn man das möchte. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt nehme ich einen schwarzen Faden und werde das Ganze festnähen. Da ich hier einhändig unterwegs bin, springt das alles wieder raus. Also man sollte vielleicht jemanden fragen, der einem dabei hilft. Dann beginnt man damit, an seinem Finger entlang zu nähen. Also man zieht quasi mit dem Faden jetzt, indem man näht, die Kontur seiner Finger nach, falls man das versteht. Ich weiß, hier ist gerade alles schwarz auf schwarz, aber schwarzer Faden eignet sich nun mal am besten für schwarzen Stoff. Wenn man alles soweit hat, kann man zwischen den Nähten, das was man jetzt sozusagen hier zwischen hat, mehr oder weniger so Schwimmhäute, einmal vorsichtig runterschneiden. Und das, was an meinem Unterarm zu viel war, wird auch rausgeschnitten. Was ich jetzt noch mache, so ein bisschen extra Sicherheit, wo ich jetzt entlang geschnitten habe, einfach nochmal mit Textilkleber zukleben. Das Ganze hier wird jetzt noch angemalt. Creme, Acrylfarbe und auch Lippenstift, alles ist erlaubt. Color Correcting Concealer Palette, also wirklich alles, was ihr da habt, kann verwendet werden und was zu dem Ergebnis führt, was ihr gerne haben möchtet. Ich beginne wieder damit, mich weiß zu malen mit der SFX Ghost Whitener Whatever Foundation Creme. I don't know what exactly it is. Und das Ganze mache ich auch noch den Hals hinunter. Und irgendwie bei so Spooktober-Videos sieht man am Anfang immer aus wie ein Depp. Man sieht währenddessen aus wie ein Depp und erst am Ende sieht man so aus, wie man aussehen möchte. Jetzt nehme ich die NYX Color Correcting and Concealer Palette. Und für dieses Tutorial, ich glaube, mein lila Ton geht leer. Ich habe den vorher wirklich nie benutzt. Und jetzt ist er hit the pan komplett fast weg. Aber ich werde das jetzt ein bisschen als Concealer unter die Augen geben und an so Highlight-Stellen. Das Ganze mache ich hier auch noch an meinem Hals. Wenn ich mit dem Lila jetzt soweit lila bin, wo ich lila sein möchte und man das im Viewfinder so gut wie gar nicht erkennt, das sieht aus wie ein bisschen grau-weiß-lila, keine Ahnung. Nehme ich jetzt auf jeden Fall diese Creme-Palette, die ich die ganze Zeit schon in der Hand habe und nehme daraus das dunklere Lila und werde an den dunkleren Stellen konturieren. Ja, und da ich jetzt schon andere Farben auf meinem Körper habe, vermischen die sich perfekt damit und ich kann auf jeden Fall so 50 Shades of Lila machen. Also dieser ganze Look besteht erstmal nur darin, seinen Körper irgendwie in allen möglichen Lila-Schattierungen anzumalen. So, wo ich jetzt soweit lila bin, gehe ich jetzt aber eine Stufe dunkler und werde noch ein bisschen mit Schwarz konturieren, aber vorsichtig und wenig und auch wirklich nur an den Stellen, wo es halt richtig dunkel werden soll. Ja, aber soweit sind wir jetzt, glaube ich, erstmal fertig mit dem Konturieren. Ich würde mich als nächstes gerne ums Augen-Make-up kümmern. Und dann nehme ich erstmal die Jawbreaker-Palette von Jeffree Star und den Ton Gumdrop. Und den arbeite ich hoch
bis zur Augenbraue. Ich fülle quasi jetzt den ganzen oberen Raum über meinem Auge aus. Und ich ziehe das Ganze auch in einem V nach hinten raus, so ein bisschen Cat-Eye-mäßig. Nachdem das auf beiden Seiten geschafft ist, nehme ich den Ton Delicious. Das ist ein sehr dunkles lila-blau. Und den werde ich in die Crease geben für etwas Tiefe im Look. Auf mein bewegliches Lid werde ich den Ton Bite Me auftupfen. Und dann nehme ich die Huda Beauty Amethyst Obsessions Palette und diesen Schimmerton hier unten in der Mitte, den gebe ich in die Mitte als Highlight obendrauf. Den Ton werde ich jetzt auch noch in meinen Innenwinkel setzen. Meine Augenbrauen werde ich mit dem Ton Delicious anmalen. Jetzt hat es gerade überhaupt nicht aufgenommen. Ich nehme jetzt als Highlighter die Custom Enhancer Drops in Halo von CoverFX. Ich habe mir das Zeug jetzt schon ins Gesicht geschmiert, deswegen habe ich so komische Tropfen in meinem Gesicht. Ja Leute, aber ich glaube, soweit bin ich erstmal fertig. Ich kann mir jetzt Lashes aufkleben, mich umziehen und mir eine Perücke aufsetzen, definitiv. Wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder. Ich sag noch, ich stehe auf, klebe mir Lashes auf und ziehe mich dann an. Yeah, you know what I did. Ich habe mich erst angezogen und dann hatte ich wieder mein Strumpfhosen-Handschuh-Problem, um die Lashes aufzukleben. Yay! Wie blöd kann man sein? Ich weiß es nicht. Dann habe ich die Ohrringe auch vergessen. Ich wollte jetzt eigentlich meine richtigen Ohrlöcher machen. Jetzt habe ich in diese Latex-Ohren Ohrlöcher reingemacht. Oh man, what's wrong with me? Eigentlich wollte ich auch beide Zöpfe dieser Perücke ansetzen, aber die Latex-Ohren sind zu groß dafür. Dann werde ich jetzt von NYX den Lipgloss in Midnight Chaos Galactic Blue auftragen. Aber der macht meine Zähne irgendwie voll gelb. Der letzte Schliff, meine Krone. Irgendwie komme ich mir ein bisschen vor wie ein Dunkelelf gepaart mit einem Seemonster. I don't know. Also es sieht für mich gerade ein bisschen mehr aus wie irgend so ein Anime-Evil-Character und nicht wie das, was ich eigentlich geplant hatte. Komplett die böse Königin aus irgendeinem Anime, der unter Wasser spielt. Yay! Aber ich finde es gerade trotzdem dennoch richtig cool. Auch wenn es wirklich komplett anders ist als gedacht. Ja, diese Dinger hier habe ich auch noch aufgeklebt. Sieht man jetzt gerade nicht so wirklich, weil ich... Ja, wenn ich ein Stück zurückgehe, dann sieht man sie besser. Was ich bemerkt habe, ich habe mich kurz dann für eine andere Lippenfarbe entschieden. Und zwar von NYX aus der Mechanist LE die Farbe Steam. Irgendwie vertragen sich die beiden Lippenprodukte nicht und deswegen habe ich jetzt ständig Lippenstift auf den Zähnen bzw. auf der Zunge. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.